Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Ich habe hier mal was ganz Schönes entdeckt. Sind das etwa Name Tags? Grüße gehen mal an dieser Stelle raus an den lieben Mordev. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich habe den Namen, glaube ich, noch nie wirklich ernsthaft ausgesprochen in einem Projekt. Modi, sei gegrüßt. Und der hat mir mal eben offscreen gesagt, wie man den Name Tags macht. Wieder was dazugelernt. Ja. In dem Projekt, da haben wir hier die Name-Tags hier, können wir über den Köpfen lesen, wie die Leute heißen. Siegfried ist hier, kommt nicht besuchen. Auch schön. Ja, komm doch rein, schau dich um. Die Tür steht dir offen. Na, jetzt ist sie gerade zu, aber kannst gern reinkommen. Ich glaube, wir müssen heute erstmal ein bisschen sortieren, hier mal ein bisschen durchgehen, was wir denn so haben und ordentlich in Kisten verstauen. Da haben wir 6 Kisten, die können wir auf jeden Fall unten mal hinhauen in den Keller und da können wir bestimmt noch was draus machen. Und ich habe hier was gelernt, wie man hier was macht. Klink! Kann ich euch das mal zeigen, wenn ich irgendwo ein Namensschild finde. Hier habe ich sogar noch ein Namensschild. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Können wir das mal vorzeigen hier. Für wen brauchen wir denn noch ein Namensschild? Namensschild. Ach so, ja. Abgebrochen. Was ist dann? So, dann hat man hier Schaf eingegeben. Ich habe das mal einfach als Beispiel. Kling, kling, kling. Ja, das habe ich auch noch nie gehört. Dann läuft man hier mit Schaf rum. Ja, ich habe hier einige Schafe gesehen. Kann ich ja mal zeigen, wie das dann aussieht. Einfach mal so Schäfchen. Der werden wir eh irgendwann killen. Die Worte zu bekommen. Ja, hier. Einmal hier. ZL-Name. Zack, und da steht dann Schaf drüber. Ja, schön. Jetzt habe ich hier den Name-Tag Schaf rumschweben. Ja, auch gut. Hat der Zwerg mal wieder was Neues dazu gelernt. Schön, schön. So, dann sortieren wir mal ein bisschen. Ich hoffe, das ist euch recht. Und ich mache hier nichts, was euch sehr hindere. Unmut bereitet, aber das sieht hier sehr chaotisch aus. Muss hier einfach mal sortiert werden. Das muss einfach mal Kisten geben. Das ist diese eine Kiste, wird langsam zu voll und ja, Freunde der Nacht. Guck gerade, wie man das am besten sortiert. Die Schwerter, die tun wir am besten alle in eine Kiste irgendwie, diese Waffen und so weiter. Holz kann man irgendwie auch noch sortieren, da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen was davon. Für den goldenen Apfel, den würde ich vielleicht mal hier oben reintun. Den können wir gebrauchen hier oben. Redstone lassen wir auch hier oben. Vielleicht kann ich während des Sortierens hier auch noch ein bisschen quatschen, hier ein bisschen Sachen noch klären, wo auch immer ich das Gitter hier habe. Das sind solche Sachen, die passieren, wenn man offscreen mal so ein bisschen was baut. Man einen Turm der Ungurianer baut. Kohle, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Sortieren wir unten ein. Wir haben auch noch 30 Kohle. Wir haben jede Menge Kohle. Es ist uns nur nicht bewusst, dass wir Kohle haben, weil
Na, das hier. Ich glaube, den Redstone nehmen wir auch mit nach unten. Ja, dann ist es halt, ist gut verwahrt. Aber wissen wir, wo es ist, dann ist es unten der Redstone-Truhe. Pfeil. Ich glaube, die kann man auch noch irgendwie einsortieren unten. Fichten sitzen, das können wir eigentlich mal wegschmeißen. Das können wir irgendwie. Kann man das wegschmeißen? Verschieben, verlassen, alles ja. Irgendwann nehmen wir uns das und schmeißen das mal über die Klippe hier. In die ganzen Entsetzlinge hier. Das brauche ich, das ist ja entsetzlich hier. Brauchen wir nicht. Nein, Entsetzlinge. Können wir mal pflanzen. Entsetzlinge. Können wir mal durch die Gegend laufen und das mal anpflanzen. Pilz. So. Ich bin im Real Life, muss ich zugeben, also außerhalb des Spiels in dieser Welt, die halt so ein bisschen, ja, das, was passiert, wenn er vom Handy mal wegguckt, nennt sich Realität. Und Wolle können wir auch schon einsortieren, haben wir zwar nur eins davon. In der Realität, da bin ich eigentlich auch jetzt nicht gerade sehr ordnungsversessen, dass mir der Name nicht in die Lippen gekommen. Aber ich bin, ja, ich würde mich jetzt nicht als sonderlich unordentlich bezeichnen. Ich würde mich aber auch nicht als sonderlich ordentlich bezeichnen. So kann man es, glaube ich, sagen. Verrottetes Fleisch. Ja, kann man auf jeden Fall aufheben. Es wird schon nachts draußen. Meine Güte. Die Nacht. Mal zusammentun, was man zusammentun kann, um Platz zu sparen. Kaktus. Ja. Schwerter kann man, glaube ich, nicht zusammentun, oder? Nein. Schade. Steinschwerter. Ja, da haben wir mal zu viel davon gecraftet. Eine ersatzgoldene Schaufel. Ich komme gleich wieder. Ich sortiere mal unten ein. So, jetzt sollte man vielleicht mal nachts schlafen. Egal, unten ist eh Tag und Nacht. Ist doch alles hell erleuchtet. Sein hier unten sind Creeper in den Nebenräumen. Das wäre nicht so klug. Das wäre nicht so toll. Hoffen wir mal, das ist das Beste. So. Ich muss nämlich wieder raus. Das ist ein Truhe für Stein. Dann mache ich hier eine Truhe für Holz. Können wir hier mal ein bisschen. Noch müssen sie nicht so groß sein. Da passt nicht hin, weil da kann man sie nicht öffnen. So wird es dann dort auch schon. Hier für die Waffenkammer würde ich hier öffnen. Man hier schon eine Kiste hinmachen. Und was auch immer da hinkommen wird. Hier freischaufeln. Hier einen Gang weiter. Und ja, nächste Kiste. Ich weiß nicht, wofür wir sie brauchen, aber ja. Stellen wir schon mal hin. Kann man ja benutzen. Haben wir dabei. Nehmen wir. Okay, jetzt habe ich keinen gebrannten Stein mehr, dann muss ich hochbrennen.
Ich mache hier gerade mal frei an die Stellen, wo das kommen muss. Ja, okay. Holztruhe, Steintruhe, ich muss das hier wirklich mal sortieren. Ich muss da wirklich mal ein Schild drüber schreiben. Hier habe ich doch zwei. Und dann fange ich schon mal damit an. Okay, das hätten wir hier schon mal. Können wir dazwischen eine Fackel anbringen. So, so ist gut. Wird sogar wieder Tag. Es wird sogar wieder hell. Gerannt. Andere Sitz. Können wir auch noch mit reinmachen. Hier haben wir noch drei Steinstufen, die gehen vielleicht damit drauf. Ja. Wolle, Wolle. Warte, hellgraue Wolle, drei hellgraue Wollen. Können wir ein hellgraues Bett machen. Ja. Erde. Da machen wir keine Kiste für auf. Erde können wir nur etwas wegschmeißen. So, Stein brauche ich. Da bin ich schon dran. Hier ein bisschen Bruchstein mitnehmen. Haben wir die nachts durchgeschuftet. Beim Sortieren. Ja, muss auch manchmal eine Nacht drauf gehen. Fürs Sortieren. Na denn, brennen wir das mal. Am besten gleich. Alles hier und gleich den ganzen 64er Stick. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich darauf komme, Stick zu sagen. Ich habe das wohl mal im Englischen gehört, dass man das so aussprechen tut, aber naja, ich versuche mich wieder am Block zu erinnern, hierzu dran zu denken. Mein Hirn ist auch gerade matsch, das ist irgendwie ja, war ein anstrengender Tag jetzt hier. Klaus der Zweite und Wladimir, die sind auch hier. Ja, gezähmt ist Wladimir noch nicht und ich weiß auch nicht, ob man Hühner überhaupt zähmen kann. Ich fürchte nein. Aber Karotten habe ich noch nicht gefunden, um Wladimir zu zähmen. Aber ein Name-Tag, tut es ein Name-Tag auch? So, mal nach der Sache gucken. Einen strengen Tag hinter mir. Ich weiß noch nicht, kann ich schon drüber reden? Will ich schon drüber reden? Es steht was Großes bevor. Darf ich das euch schon verraten? Ich glaube nicht. Nee, das kommt jetzt hier sehr bald online. Ich produziere das ein bisschen vor. Dann ein bisschen in Vorproduktion. Nicht weit, aber ein klein wenig bin ich vorproduziert. Ja, vor allem ich bin vorproduziert. Und deshalb denke ich mal, ich nehme mir den Stein hier schon mal raus. Kann ja weiter brennen. Ich muss da unten bloß die Wand zumachen, um weiterbauen zu können. Damit das schön aussieht. Platsch. Ist auch eine hübsche und elegante Variante hier. Ja, bin auch ein bisschen durcheinander. Ihr mögt es mir verzeihen. So, gebrannter Stein, den können wir gebrauchen. Packen wir hier rein. Ja, so dann hier Holz. Da haben wir auch noch ein bisschen was von. Eichenbretter. Da haben wir Eichenholz. Ein Stück von. Stück ist auch richtig. Erde,
Eichenbretter. Zack, 36. Jetzt haben wir Fichtenbretter, tun wir auch hier rein ins Lager. Das Holzstock. Hier erstmal hier hin. Pfeil gehört zu Waffen. Dann laufen wir hier rüber zu den Waffen. Ich würde das hier wirklich als Waffenkammer einrichten. Steinschwert. Holzschwert, Steinschwert. Schade, dass man nicht übereinander legen kann. Da hätte man mehr Platz. Pfeile. Goldschaufel ist jetzt nicht direkt eine Waffe, aber zählt zum Gebiet Waffe. Guyana-Turm. Okay, das packe ich auch hier rein, die ganzen Bücher und so weiter. Andere mystische Gegenstände und so weiter können hier rein. Guyana-Turm. Und der Brief vom Händler. Die Fackeln, die würde ich, glaube ich, mal hier hinpacken. Einfach hier als Waffe mitzuzählen. Ich würde es, glaube ich, oben bewahren, hier die in der oberen Kiste, die ganzen Sachen, die jetzt hier so Knochen und Eier sind und so. Und da kommt eine Wolle rein, eine weiße Wolle, hellgraue Wolle, schwarze Wolle, braune Wolle haben wir auch noch, das Erde, Kaktus, Redstone, Kohle, kommt Kohle rein. Redstone. Da ist immer noch eine Kiste für Redstone. Eine Werkbank für hier unten, falls man mal hier wirklich mal was craften will, wie ich es gerade tue. Für eine Truhe. Da treibt sich, deshalb stimmt's. So, Redstone. Dann crafte ich mir gerade mal ein paar Schilder. So, wird vielleicht reichen. Zack, was ist hier drin? Da ist Wolle drin. Kann auch das Sortieren in Zukunft offscreen machen. Das werde ich auch offscreen machen. Aber jetzt so, um euch zu zeigen, wie das funktioniert und wie das Thronsystem hier gemacht wird, kann man das mal machen. So, und Erze habe ich mal gerade hingeschrieben, da kommt dann auch Gold, Diamanten und so weiter. Das ist hier die wertvolle Kiste unter den ganzen Sachen. Ja. So, da haben wir hier schon eine kleine Ordnung drin. Ja, hier eine kleine Werkbank. Holz, Stein, Wolle, Kohle. Redstone und Erze. So, kann man hier mal lang gehen, wenn man was braucht, dann weiß man, wo man es findet. Vielleicht steht auch gleich ein Ofen hier hin. So, Schildchen gleich mal mit reintun. Eichenbretter. Hauen wir weg, glaube ich. Dann machen wir hier noch eine Nahrungskiste. Irgendwo an der Ecke. Ich glaube, wir nutzen das Holz.
Müssen wir nicht so viel wegtun. Upsala. Oha. Naja. Truhe. Essen, das kann da drüben auch mit rein. In die wichtige Kammer. Ich müsste jetzt hier freischaufeln, aber da habe ich keinen Bock drauf. Stell ich mal gerade, wo genau hin? Ja. Hier. Futter. Potenzielles Futter. Na, verrottetes Fleisch ist jetzt nicht das beste Futter, aber gehört eher auf den Biomüll. Nahrung. Ja, im weitesten Sinne. Im Thema Nahrung, ich gehe mir gleich, wo ich hiermit durch sind, auch mal Schäfchen schlachten. Ein bisschen was zu mampfen. Das Ei tun wir auch zu Nahrung, obwohl man das nicht essen kann. Nee, tun wir nicht zu Nahrung. Ist es ja auch nicht. So, Knochen. Fackel. Ja, da. Die Fackel verstaue ich noch hier bei den Waffen. Da wollten wir sie hin tun. So, da hat das doch hier eine ganz hübsche Ordnung. Ich weiß nicht, wie viele Tage und wie viele Nächte wir jetzt hier schon drin verbracht haben, aber ich gehe, glaube ich, mal schlafen bei der Gelegenheit. Zack. Einmal pennen. So, da oben brennt noch was. Ja. 55 Stein. Können wir auch gleich runterbringen. Ein bisschen Kohle noch. Nachschub. Knochen gleich wieder oben rein. Ja, da. Wo die Knochen tue ich mal in mein Inventar, das können wir noch brauchen. Das kann ich gleich mit runter. Nahrung. So. Haben wir einen Apfel gleich verspeist. Gegenstandsrahmen kommt mit zu Holz. Werkbank kommt auch in die Holztruhe. Den Ofen können wir gleich unten platzieren. Ich glaube, ich lasse den hier oben. Mist der Uhr. Und dem anderen Zwicks. Glasscheibe lasse ich auch erstmal hier oben. Haben wir noch keinen Platz für Faden auch noch nicht. Obwohl Faden könnte zur Wolle mit dazu. Zuckerrohr kann man das essen. Kann man bestimmt essen. Aber gehört nicht so direkt zum Essen mit dazu oder zur Nahrung. Lass ich erstmal hier. Ich weiß noch nicht, was ich mit anfange. Mit Zuckerrohr. Kaktus, okay, das lassen wir hier. Mit dem Rest gehen wir mal runter. Letzte Ladung. Für heute. Für vorerst. Ja, ich glaube, ich tue den goldenen Apfel einfach mal mit rein. Kann man ja aufheben. Nein, den habe ich oben verpasst. Hm, okay. Nicht so weit gedacht, dass ich das schon oben zugelegt habe. So, Kohle. Gruselige Geräusche im Hintergrund. Sind wir mittlerweile fast gewohnt.
So. Ich frage mich, woher die kommen. Zack, müssen wir doch jetzt nicht beschriften. Kindmann, oder? Muss es auch mal geben. Geht mal die Kamera wieder aus. Ist nichts Außergewöhnliches. Eine Tür. Alles erstmal hier reintun. Wir werden noch so oft sortieren. Hier ist mein geiles Lagern. Kies. Kämmer gebrannten Stein. Sehr gut, 58. Und damit kann man was anfangen. Knochen, den wollte ich oben abtun. Und das kommt dann Holz. Der Gegenstandsrahmen. Den Knochen wollte ich bei mir behalten und das Ei. Ja, werfen wir dich draußen auf die Wiese. Da steht vielleicht mal ein Huhn. Da bin ich gerade durch die Wand aufgehen. So, haben wir Ordnung. Ah, ein kleines Hühnchen. Sehr schön. Ein Küken. Einem Küken Leben geschenkt. So, das hätten wir. Haben wir mal ein bisschen sortiert. Ja, ist schon lang der Part. Na, lang ist er nicht, aber normal lang. War jetzt nichts Spektakuläres. Ich hau mir jetzt noch ein paar Hühner. Nein, Hühner hau ich mir nicht. Aber hier die Kuh, die hau ich mir kaputt. Hau ich mir ein bisschen was zum Essen. Na, kommst du her. Stinknormale Kuh. Ja, auf jeden Fall. Mit einem Schlag kaputt. Rohes Rindfleisch. Vielleicht finden wir auch noch mehr. Ja, mehr. Ich muss mich halt irgendwie ernähren. Muss halt irgendwas in meiner Nahrungskiste tun, was nicht verrottet und vergammelt ist. Ich höre Skelett. Oha, Skelett. Gibt's noch ein paar Knochen. Hurra. Mach's alle. So, ein Pfeil noch für die Kiste. Wollen wir mal kosten, wie Lama-Fleisch schmeckt. Nee, komm. Lass mal bleiben. Lamas werden hier nicht getötet. Sie sind so friedliebende Tiere, tun einem nix. So eine Kuh, die kann ich schon mal stupsen. Schweine können auch ganz gemein sein. Ja, komm. Nimm mir doch hier jetzt nicht jeder jeden Grund hier. Ja, in Minecraft brauche ich zum Überleben. Ich kann hier noch nichts anpflanzen. Holz müsste man jetzt haben. Ja, könnte man vielleicht mal holen. Oder ich benutze hier die Setzlinge dazu. Ist auch was Sinnvolles mitgetan. Fichtensetzling. Ja. Ist schnell verbraucht, aber fürs Fleischbraten reicht es. So, zack. Nein, nicht. Brennstoff. Rohes Hammelfleisch. Achso, ich muss das hier erstmal rausnehmen. Ein Steak.
Schweinekoteletts. Müssen wir hier braten. Fließt gerade das Wasser zusammen im Munde. Im Munde fließt es mir zusammen. Flash, Liebhaber hinter der Kamera. Kann ja jeder sehen, wie er will. Also ich schreibe ja auch niemandem vor, was er zu essen hat. Also ich meine, ich finde, das ist die einzige richtige Möglichkeit, die man machen kann. Den anderen nicht vorzuschreiben, was man zu essen hat. Also es ist, ich meine, ja, so wie ich das akzeptiere, dass ihr euch ernährt, wie ihr wollt, so solltet ihr auch bitte akzeptieren, dass ich mich so ernähre, wie ich es will. Also, ja. Diskutieren kann man darüber, ja, diskutieren soll man sogar darüber. Das ist ganz richtig. Es ist im Sinne des Erfinders, darüber zu diskutieren. Aber man sollte nicht versuchen zu verbieten. Ja. Na denn, bevor hier noch neue Themen hier angerissen werden, die hier nicht wirklich reinpassen in dieses Format, würde ich mal sagen, auch wenn das jetzt kein großartiger, spektakulärer Part war, ein Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Ich versuche gerade von dieser Seite reinzugehen. Vielleicht eine selten dämliche Idee. So, da haben wir es. Zeige ich es nochmal. Hier haben wir es sortiert. Da haben wir auch was geschafft. Ein Däumchen nach oben, habe ich schon gesagt. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Dann würde ich sagen, sortiere hier noch ein bisschen weiter. Offscreen kann man das ja auch noch weiter auffüllen und weitermachen. Habt ihr noch einen angenehmen fristlichen Tag? Gehabt euch wohl und ich würde mal sagen, haut da rein, man sieht sich. Ciao, ciao.